Hey meine Duftfreunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Dufttest von der Marke Jaguar, wie ich es euch gestern versprochen habe, hier auf meinem Kanal. Und heute geht's weiter mit Jaguar Classic Chromite. Wir hatten ja gestern den Jaguar Classic Black, der ganz gut war, mich jetzt aber nicht komplett aus den Socken gehauen hat. Aber auf jeden Fall ein guter, solider Duft ist, finde ich, vor allem für den Preis, den man aktuell so kriegt. Und deshalb heute Jaguar Classic Chromite. Schaut erstmal sehr ähnlich aus. Schauen wir mal, ob der auch ähnlich riecht, wie der im Vergleich ist und wie der auch einzeln stehend da ist. Ob es einfach ein guter Duft ist oder nicht. Übergangsduft, Sommerduft, Frühlingsduft, wie immer. Wir schauen uns das Ganze an. Als Release haben wir hier 2017. Also ist viel, viel neuer als der Classic Black. 8 Jahre später ist der raus. Oh, ich liebe so Details an Verpackungen. Also dieses Chromite-ige, ist so schön körnig, sandig. Oh, schön. Ich liebe sowas. Okay, ich höre schon auf. Das war das letzte Mal. Also, Jaguar Classic Chromite. Release 2017, also auch relativ jung. Und als Parfümeur verbessert mich da in den Kommentaren. Offiziell finde ich Michel oder Michel Almayrak. Kennen wir auch schon. Ist eigentlich auch ein guter Parfümeur. Aber ich finde viele Leute in der Community, die sagen, der Duft kommt von Dominique Preissas. Ich schreibe das, was ich jetzt offiziell gefunden habe, nämlich Michel Almayrak. Aber kann auch sein, verbessert mich da und entschuldigt auch bitte, falls ich diesen Fehler dann gemacht habe, dass er von Dominique Preissas kommt. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Also einer von beiden kommt auf jeden Fall. Und wir kommen jetzt erstmal zum Flakon. Ich schätze mal, ich weiß, was uns erwarten wird vom Flakon. Sehr ähnlich zum Jaguar Classic Black. So schauen ja, glaube ich, alle Jaguar oder fast alle Jaguar-Flakons aus, so von oben. Und wir holen das Ganze mal raus. Und wie ich gesagt habe, sehr ähnlich zum Classic Black. Obwohl hier direkt was auffällt, was mir viel besser gefällt. Nämlich eben auch, okay, das gleiche Problem mit diesen Seitenbügeln haben wir auch hier. Aber dieses Chromite oder dieses, ja, was das darstellen soll, diese... Oh, ich mache das jetzt nicht zu viel für die Qualität. Aber wie in der Verpackung habt ihr hier auch so einen körnige Oberfläche, die wirklich angenehm ist und auch qualitativ wirkt. Einziger Mängel, der mir wieder stark auffällt, sind halt hier diese Dinge. Kapsel hat wieder ein angenehmes Gewicht, also jetzt keine zu leichte Kapsel, ist auch sehr wichtig, finde ich. Und ja, soweit, das ist das Flakon von Classic Chromite. Ich gebe hier auch eine 2- direkt. Es ist zwar, finde ich, ein bisschen schöner durch dieses Chromige, es hat nicht diesen Standard Metallic Look, aber viel, viel mehr ist da jetzt, finde ich, auch nicht rauszuholen. Ja, sagen wir es so. Naja, Classic Chromite, Jaguar, hier ist das schöne Ding. Und wir kommen jetzt zur Duftpyramide. So, wir haben in der Kopfnote einmal grüner Apfel, Mandarine, Weihrauchbaumholz, okay, Mandarine und grüner Apfel, eine sehr wilde Kombi in der Kopfnote, hatten wir so auch noch nicht. In der Herznote haben wir Patchouli und Zedernholz, okay, und in der Basis haben wir Tonkabohne, Absolue, also nicht irgendeine Tonkabohne, sondern Absolue, nochmal ein dichter, konzentrierteres, Ambroxan, kennt man auch und liebt man eigentlich auch, und Praline. Okay, ich bin sehr gespannt, Leute. Ich bin sehr gespannt. Soll sich ein synthetisch, holzig, fruchtig, frischer Duft daraus ergeben? Wir haben keine Bergamotte mal drin. Das muss was heißen. Und Anlass ist ein Frühlings-Herbstduft, Alltagsduft, Übergangsduft. Also auch kein klassischer Sommerduft, Winterduft, sondern auch ein Übergangsduft wie der Classic Black. Und jetzt bin ich gespannt, ob der es mit dem aufnehmen kann, ob der besser ist, ob der schlechter ist, wie seine eigene DNA ist. Erstmal in die Luft. Okay, hat direkt ja so was Rauchigeres, Würzigeres. Die Bergamotte fehlt, das finde ich, merkt man. Ich mache jetzt erstmal den Kapselsprüher. Der ist crazy. Der ist crazy, weil wir haben in der Kopfnote einen komischen, also einen eigenen Mix. Da merkst du direkt so im Background schon das Zedernholz und Patchouli. Und dann hat es aber so eine, ja, angenehme Basis. Schwierig. Schwierig, angenehm, fast schon so ein gourmandig. Ich bin gespannt, Leute. Schön mal auf den Arm sprühen. Schauen wir mal, wie er auf der Haut riecht. Den muss man auf der Haut riechen, auf jeden Fall.
Boah, der ist schön. Der ist schön. Boah, ist jetzt auch nicht so intensiv, wie erhofft oder erwartet, aber schön. Nee, gefällt mir. Gefällt mir. Also am meisten gefällt mir hier, glaube ich, die Basis mit der Praline, dem Ambroxan und der Tonkabohne. Sehr angenehm. Dieses Zedernholzige und Patchouli, das wirkt dann echt nochmal für so eine, ja, leicht holzige, würzige Ding in der Mitte oder eher holzig. Und dann haben wir noch so eine angenehm frisch-fruchtig, fruchtige Würzigkeit, Räuchigkeit in der Kopfnote. Es ist angenehm, ist ein angenehmer Duft. Der gefällt mir wirklich sehr, ist besser abgestimmt als der Classic Black. Habe ich mal in irgendeinem Test auch gesehen. Muss ich zustimmen, wirklich. Ja, kriegt von mir als Duftnote eine. Der kriegt eine 1 minus. Das ist ein wirklich angenehmer Duft. Für einen Einsteigerduft bis 20 Euro eine 1 minus. Bitte, ne? Nicht verwechseln, weil ich Job Om als Duft bis 100 Euro eine 1 minus gegeben habe, heißt es das nicht, dass der auch eine. Ja, dann bis 100 Euro eine 1 minus kriegen würde. Aber hier so wirklich, rieche ich nochmal kurz. Sehr leicht, aber sehr angenehm. Das auf jeden Fall. Und deshalb von mir hier für ein Jaguar Classic Chromite eine 1 minus. Bevor ihr, wenn ihr schon entscheiden wollt, soll ich den Classic Black nehmen oder den Classic Chromite, von mir persönlicher Tipp, nehmt den Classic Chromite. Ist, finde ich, ein bisschen alltagstauglicher und hat noch so was fast schon Leckeres durch die Tonkabohne, Absolue, die Praline und das Ambroxan. So Leute, das war's mit Jaguar Classic Chromite. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen bei, ja, wieder einer anderen Marke, aber bald kommen auch noch ein paar Jaguar-Düfte und noch ein paar andere Düfte. Lasst euch überraschen. Ich freue mich auf jeden Fall und das war's soweit mit Classic Chromite. Immer schön happy bleiben, immer schön dranbleiben, niemals aufgeben und wir sehen uns dann morgen wieder. Ich freue mich über ein Abo, ich freue mich über Bewertung und ciao, ciao. Thank you.